Euch interessiert, was bei uns in der Werkstatt alles los ist, was wir an diesem Fahrzeug alles umbauen oder an diesem Fahrzeug, was wir hier alles einbauen, was er alles bekommt? Ja, dann bleibt am besten dran, weil es gibt einiges, was wir diese Woche wieder zu zeigen haben. Unter anderem möchte ich euch auch mitteilen, wann wir auf der Messe sind, wo wir zu finden sind. Und wenn euch das alles interessiert, dann einfach dranbleiben und nach dem Intro legen wir gleich los. Hallo und herzlich willkommen bei Miga Caravan bei uns auf dem Kanal. Hier in Dingespül ist wieder einiges zu erzählen. Zum einen möchte ich euch heute mitnehmen, was wir in der Werkstatt alles vorhaben, was wir alles machen. Die Woche ist wirklich, wirklich hektisch, also positiv natürlich. Riesenumbauten, Wechselrichter, Solaranlagen, Batteriewechsel und so weiter. Und da auch ein paar Kleinigkeiten, wo es wirklich drauf ankommt, was wichtig ist. Unter anderem möchte ich euch mitteilen, wo wir und wann wir auf der Messe Caravansalon in Düsseldorf zu finden sind. Da gibt es auch ein kleines Angebot vom WCS-Akkus. Auch dazu eine Kleinigkeit, habe ich aber in meinem letzten Video, glaube ich, schon mal kurz erwähnt. Und zu guter Letzt, wo wir natürlich auch anzutreffen sind, nicht nur am Stand, und was wir da alles vorhaben. Unter anderem auch natürlich eure Wünsche aufnehmen, wenn ihr nur irgendwas wissen wollt, wo wir hin sollen, an welchen Stand, was euch speziell interessiert. Ruhig kräftig in die Kommentare hauen, denn dann nehmen wir euch natürlich mit und gucken, dass wir das auch dementsprechend aufs Video bringen. Also, dann legen wir mal los und gehen ab in die Werkstatt. Ja, hier wird fleißig gearbeitet. Hier sehen wir einen Kastenwagen, der kriegt eine Solaranlage, zwei Module, einen Wechselrichter, neue Lithiumbatterien und das volle Programm. Ladebooster, Solarregler. Hier ist schon einiges zu tun bei dem Fahrzeug. Hier müssen wir dann nur dementsprechend die Displays verbauen. Vorne liegt nur jemand, der macht gerade die Lichtmaschinensensoren ran. Also wie ihr sehen, hier wird richtig fleißig gearbeitet. Dann gehen wir mal nach außen. Da steht einer, der kriegt einen neuen Kühlschrank. Links steht ein voll integriertes Fahrzeug. Der war schon mal da, der Mega-Umbau, den kennt ihr alle. Da müssen wir nur ein bisschen was nachrüsten, und zwar einen Taster wegen der Lichtmaschine. Also hier haben wir dann noch einen nagelneuen Boden. Das wird unser neuer Werkstattboden. Hier haben wir ein paar Glissanas, die müssen nur verräumt werden. Also ihr seht, hier ist richtig Action, immer was zu tun. Mein Schreibtisch ist auch noch relativ voll, also auf geht's. Hier haben wir jetzt noch einen Tageskunden, der kriegt die zwei AGMs raus. Hier kommen 2x150 Lithium rein und da sehen wir schon ganz kurz, was für Aufwand das ist. Hier wurden die Hubstützen verbaut, leider wurde hier ein falscher Krimp-Pressschuh verwendet, auch ohne Schutzschlauch. Hier sieht man, dass dementsprechend der Durchmesser nicht passt. Das müssen wir alles abändern. Wir bauen schön sauber zwei Verteiler rein. Hier haben wir den Plusverteiler. Müssen natürlich jedes Kabel umkrimpen, damit es dann auch wirklich sauber passt. Und dann haben wir noch einen Masseverteiler hier im Eck. Und wie gesagt, wichtig ist wirklich, dass die Kabelpressschuhe auch wirklich passen, dass das alles sauber funktioniert. Hier haben wir jetzt das Endprodukt, zwei Lithium-Batterien verbaut, natürlich alle Regler dementsprechend eingestellt, damit auch alles funktioniert. Auf dieses Auto möchte ich nochmal ganz speziell eingehen. Und zwar ist es ein wunderschöner Kastenwagen,
Aber wir haben natürlich immer die Thematik beim Kastenwagen, der so viel kriegt wie er hier. Zweimal Solarplatten, ein Riesenwechselrichter, zweimal Lithium, Ladebooster, der hier noch liegt, Solarregler, wo alles hier kompakt in dieses kleine Fach rein muss, wo alles sehr eng ist, wo unwahrscheinlich schwierig ist, Strippen zu ziehen, von hier nach vorne zu kommen, weil hier ist das Badezimmer, hier muss man erstmal durchkommen. Das ist immer gar nicht so einfach, hier sich die Wege zu suchen, wie man denn letztlich mit so einem dicken Kabel 25 Quadrat vor bis zur Starterbatterie kommt. Denn letztlich muss der Ladebooster ja an der Starterbatterie angeschlossen werden, einmal, zweimal an eine Sensorleitung und zum dritten brauchen wir einen Temperatursensor. Das alles muss von ganz vorn einmal hier hinter und natürlich das alles sicher und ordentlich verlegt werden. Ganz wichtig dabei ist bei uns immer hier schön sauber alles abzukleben, wo wir arbeiten. Auch ganz wichtig, die Kanten abzukleben, damit hier wirklich nichts passiert, weil hier liegt natürlich mal ein Kabel drüber und das ist so ein Wellrohr, Schutzrohr drüber, dass hier der Kante nichts passiert. Ganz, ganz wichtig. Hier ist normalerweise eine Tür noch drin, die haben wir mal rausgebaut, damit auch dieser nichts passiert. Hier haben wir dann natürlich die fetten Leitungen vom Wechselrichter. Wechselrichter ist schon montiert, hat unser Mitarbeiter heute echt eine tolle Lösung gehabt. Und jetzt kommen noch die Lithium-Akkus, wo angeschlossen werden. Hier müssen wir noch eine kleine Holzarbeit leisten, weil der Platz einfach so eng ist. Also müssen wir wieder zusätzliche Fächer bauen, damit wir den Solarregler noch unterkriegen. Und das ist schon immer so richtige Speziallösungen, wo wir uns ganz viel Mühe geben und auch wirklich wollen, weil ganz wichtig ist natürlich, dass man dann an die wichtigen Teile wie Sicherungen dann auch wirklich rankommt und auch an die Geräte rankommt, um dass man da dementsprechend ablesen kann bzw. auch bedienen kann. Drum sage ich immer so, Kastenwagen hat es schon wirklich in sich. Also da ist mir natürlich ein 8 Meter Morello, der ist ein bisschen leichter zu bauen, also 9 Meter, da hat man ein bisschen mehr Platz oder Concorde, egal, wie natürlich die kleinen Kastenwagen. Also die haben es manchmal schon echt in sich. Aber wir werden das bewerkstelligen und wir kriegen das auch wieder hin. Ich wollte hier nochmal kurz sensibilisieren drauf, worauf es hier wirklich ankommt. Ja. Und auch auf dieses Fahrzeug mal ein bisschen in die Tiefe gegangen. Er kriegt hier einen Maxvan. Und man sagt immer, Maxvan, habe ich schon öfter mal gehört, ist mir zu teuer. Die Montage, das ist ja Wahnsinn. Ich möchte euch nur mal eins erklären kurz zu der Thematik Maxvan. Man kann es natürlich so machen, wie es einige Kollegen machen. Man kann das Stromkabel einfach hier quer über einen Kabelkanal zum nächsten Schrank legen. Das ist natürlich die billige und die schnelle Lösung. Da kann man dann sagen, das dauert nicht lange. Manche legen sogar die blanken Kabel rum, wenn es nur 10 cm sind. Die machen gar nichts drumherum. Auch das kann man tun. Ob das dann schön ausschaut, wenn man ein wertiges Auto fährt, wie eine Concorde oder wie, keine Ahnung, Phoenix oder sonst was, das wage ich mal zu bezweifeln. Selbst in so einem Kastenwagen würde ich nie im Leben mit Kabelkanälen arbeiten, wegen einem Maxvan oder einer Klimaanlage. Sorry Leute, das ist was nicht geht, weil die Fahrzeuge kosten alle einen Haufen Geld und die Fahrzeuge sind Wohnräume, sind Intimbereiche, die sollen schön sein, die sollen schick sein, der Kunde soll viel Freude dran haben und nicht, wenn er hier im Bett liegt und da hochschaut, jedes Mal so einen bekackten Kabelkanal sehen, also das finde ich fürchterlich. Drum ist es natürlich aufwendig, ihr seht, da schaut so eine Einziehhilfe raus. Muss man zwischen Dach und Isolierung, hier schaut man den Weg an, das ist über einen Meter, dann dementsprechend sich einen Weg suchen bzw. sich einen Weg machen, wo man dann auch entsprechend die Stromführung hinlegt. Wir haben sie jetzt hier in die Richtung und hier oben durch das Rücklicht, das seht ihr jetzt hier nicht, sind wir dann rein. Ich kann mal die Kamera ein bisschen kippen, dann seht ihr auch das. Voilà. Hier oben seht ihr, da sind wir dann rein, wo das Kabel durchgeht und dann können wir links runter durch die Säule und können entsprechend, drehen wir wieder rum, dann
die 12-Volt-Versorgung gewährleisten. Das ist für mich eine fachmännische Arbeit, weil alles andere mit Kabelkanal hin und her, das können viele Kunden sogar selber. Also dazu brauchen sie nicht mich, weil irgendwo aufputzen, eine Leitung hinlegen und dann Plus und Minus anschließen, das ist einfach. Aber dementsprechend sauber, ordentlich verbauen, sodass man danach nichts mehr sieht, als ob es von Werk aus so wäre, das ist wiederum schon ein bisschen kompliziert und dauert vor allen Dingen ein bisschen Zeit. Und da muss man auch ein bisschen Können mitbringen. Und ich sage einfach, das macht halt einfach eine Fachwerkstatt aus, wo ich schon so ein bisschen sensibilisiere. Leute, lasst euch keinen Quatsch aufhalsen. Kabelkanal, weil es nicht anders geht. Also ich habe keine Ahnung, wie viel Maxbands verbaut oder Klimaanlagen. Noch nicht einen mit Kabelkanal, auch Klimaanlage, noch nicht eine mit Kabelkanal oder Aufputz oder sonst irgendwas. Also sowas kann man immer anders lösen und lasst euch da kein X für ein U vormachen. Also das ist Fakt. Ja, dann kriegt das Fahrzeug noch eine Satellitenschüssel. Und dann kriegt das Fahrzeug noch eine schöne Markise und noch einen Fernseher und ein paar Kleinigkeiten. Und ja, dann sind wir auch hier wieder durch. Und dann haben wir wieder einen Kastenwagen durch. Draußen steht nur einer, das habe ich euch ja im Vorspann schon gesagt. Da müssen wir den Kühlschrank reparieren, da haben wir heute noch einen Akkutausch gehabt. Bla bla bla. Und so ist auch der Montag schon wieder ratzfatz rum. Morgen ist Dienstag und da geht's mit vollen Kräften weiter. Dann haben wir die Woche noch eine Klesana. Die Woche allerdings werden wir uns nicht mehr hören, weil die Zeit zu knapp ist. Also, dann schauen wir jetzt mal weiter, was noch so alles gibt. So, ich habe mir jetzt eine kleine Verstärkung hier geholt, weil dann bin ich nicht immer so alleine auf der Leinwand oder bei euch auf dem Bildschirm, sondern habe hier einen guten Kumpel, der mir ein bisschen zur Seite steht. Ja, wir kriegen das. Also, wir sind auf der Caravan Salon für euch in Düsseldorf. Wir sind da teilweise, um natürlich auch für uns zu gucken, Neuigkeiten zu recherchieren. Und da seid jetzt ihr gefragt, uns Themen an die Hand zu geben, die auch euch wirklich interessieren, weil da schauen wir uns dann natürlich auch um. Entsprechend habe ich schon ein paar Kommentare von euch bekommen, dafür auch schon mal auf alle Fälle lieben Dank. Wir versuchen natürlich, das auch entsprechend umzusetzen, das dann in einem Video dementsprechend wieder zu verfassen, um euch dann die, ja, Fragen bzw. die Themen näher zu bringen oder zu beantworten. Auch sind wir auf der Caravan Salon, um eigene Interessen zu verfolgen von Herstellern, von neuen Herstellern, natürlich auch von Pflege, von Bestandsherstellern, wo wir uns sehen lassen müssen, wo wir dann Gespräche führen in jegliche Richtungen. Und unter anderem arbeite ich bei WCS, der hat natürlich einen eigenen Stand vor der Halle 13 im Außenbereich. Und da als Premium-Partner darf ich dann auch ein paar Tage arbeiten. Da freue ich mich ganz besonders drauf, denn da bin ich natürlich immer für euch anzutreffen. Und zwar ist es, soweit ich jetzt richtig informiert bin, der erste Montag und der Dienstag und dann der darauffolgende Freitag und Samstag, wo ich zu 100% anzutreffen bin. Ansonsten wird man mal sehen, wie viel los ist, wie man gebraucht wird, weil natürlich auch noch andere Partner da sind und andere Händler da sind, unter anderem auch der Julian und noch andere WCS-Partner, was ich unheimlich toll finde. Und da freue ich mich natürlich auch drauf, die wieder zu sehen, und haben uns ja schon gemeinsam auf der Schulung kennengelernt bei WCS. War eine tolle Geschichte und da ja, bin ich auch ein bisschen froh drum, dass man sich da einfach wieder sieht, ein bisschen austauschen kann. Ist bestimmt eine tolle Sache. Ja, und dann stehen wir natürlich auch selber auf dem P1 in unserer
Pressemeile, unter anderem bei Camper Tobi, beim Wir sind Camper, Sascha, beim Markus Fan for Van und so weiter. Ganz viele Leute stehen da, Frank Debbing ist dabei und. Da verbringen wir dann unseren Abend und gucken, was da alles so los ist. Und da stehen wir auch mit unserem Wohnmobil. Auf der Caravan Salon selber sind wir natürlich auch jeden Tag unterwegs. Und wenn irgendein Thema da ist oder beziehungsweise wenn ihr auch da seid, scheut euch nicht, sprecht uns an, überhaupt kein Problem. Können natürlich auch gern da über einiges reden, überhaupt kein Thema. Ja, und dann gibt es ja von WCS für zwei Akkus ein gutes Messeangebot in dem Messezeitrahmen. Und zwar einmal die 188er Untersitz, die Icepack. Die wird mit 15% entlastet, genauso wie die Lithium Zyklon, die HLE 100 zu 15%, wo wir 15% kriegen, zu der Messe als Messeangebot. Finde ich eine mega Geschichte. Die gibt es natürlich auch bei uns. Und das geht man natürlich genauso weiter. Ist eine tolle Sache. Und wenn man schon mal die Möglichkeit hat und die Chance hat, da ein Messeschnäppchen zu machen, dann ist das ja richtig klasse. Wenn es da Fragen dazu gibt, überhaupt kein Problem, ruft es einfach an, sprecht mir auf der Messe an, überhaupt kein Thema, können wir darüber reden, wie man was macht, wie die Abwicklung ist und dann kriegen wir das auf alle Fälle geschaukelt. Überhaupt kein Ding. Ja, das ist mal der Stand, was die Messe Düsseldorf als solches betrifft und was wir da dementsprechend halt alles vorhaben. Auch hoffe ich natürlich auf besondere Neuigkeiten und ich weiß, es gibt schon etliches, wo echt interessant ist. Zum Beispiel bei der Firma Klesana hat sich wieder einiges getan. Da freue ich mich ganz besonders drauf, weil da habe ich schon Dinge gelesen. Wow, ich baue da ein bisschen den Spannungsbogen auf. Das ist eine tolle Sache. Und da glaube ich, wird es noch richtig interessant werden. Also die Firma gibt mal richtig Gas. Da freue ich mich schon richtig drauf. Natürlich auch auf die Firma Ecoflow, wie auch auf ganz viele andere Firmen. Truma, wenn wir vorbeischauen. Natürlich schauen wir uns auch Wohnmobile an, ganz klar. Mal gucken, was es da in der Richtung alles Neues gibt, in der Technik Neues gibt, ob es Solarmodule ist, ob es wieder mal die groß umstrittene oder das umstrittene Thema LTE auf dem Wohnmobil gibt. Der eine sagt dieses, der eine sagt das. Mal gucken, ob wir da ein bisschen Klarheit reinbringen und. Also ich glaube, da haben wir ganz viel vor, ganz viel zu tun. Und ja, da freuen wir uns drauf und ich hoffe, da sehen wir uns. Das war's wieder für heute. Einige Themen, wo wieder ganz interessant waren vielleicht. Natürlich aus unserer Werkstatt, wie auch, was wir auf der Caravan Salon alles vorhaben, wo wir aufzufinden sind, was wir für euch versuchen zu eruieren, rauszufinden, die ganzen News zusammensammeln und nochmals meine Bitte, wenn ihr Interesse habt, bestimmte Dinge wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich gebe die Wünsche A weiter, beziehungsweise werde mich drum kümmern, damit wir da entsprechend euch gerecht werden, um eure Themen auch zu bearbeiten, um Dinge rauszufinden, was ihr gern wissen wollt. Überhaupt kein Thema, machen wir sehr gern, weil deswegen bin ich ja auch die ganze Woche da und habe mir extra Zeit genommen, um das Ganze zu machen. Hier geht's natürlich weiter. Meine Jungs arbeiten fleißig in der Werkstatt, wie meine Damen im Büro. Also das ist unabhängig von uns. Ich glaube, das ist ja für uns auch so ein bisschen das erste Mal, dass wir mal wechseln, aber sind gespannt. Man muss ja auch mal loslassen und ich glaube, die Jungs, die werden das schon ganz gut schaukeln hier. Die kriegen das dann schon ganz gut auf die Reihe. Wir fahren ich nehme jetzt mal an, am Donnerstag Vormittag Richtung Düsseldorf. Ich würde eigentlich schon am liebsten am Mittwoch fahren, aber wir haben so viel zu tun, ich schaff's einfach nicht. Also wir werden wahrscheinlich am Donnerstag loskommen. Ich muss gucken, Dienstag weiß ich noch nicht, also Mittwoch muss man sehen. Ich weiß noch nicht, wie wir es hier in der Werkstatt schaffen, da ist noch so viel
wo zu tun und zu erledigen ist. Mal gucken, wie wir es hinkriegen. Aber ich freue mich jedenfalls schon ganz, ganz tierisch auf die Ankunft dort und auf das, was uns erwartet. Und natürlich auch auf die ganzen Menschen wieder zu sehen, auf das, ja, wir haben so ein ganz tolles Inner Circle mit dem Camper Tobi, mit dem Sascha, wir sind Camper, mit dem Markus, Fan for Van, mit Andrew Ditten, mit allen möglichen, Frank Depping. Es ist Wahnsinn, wenn man das alles aufzählen will. Es ist eine riesentolle Community, wo da stattfindet. Und da freue ich mich natürlich auch riesig drauf, diese Menschen alle wieder zu sehen und in die Arme zu schließen, schöne Abende zu haben, finde ich toll. Und da freuen wir uns natürlich auch drauf. Und euch nehmen wir natürlich mit, ob es live ist vom P1, ob es aus Düsseldorf ist, ihr seid dabei. Nehmt euch ein bisschen Zeit in der Woche, weil ich glaube, nicht nur auf meinem Kanal, auch auf andere Kanäle wird immer fleißig was zu sehen sein. Und das wird eine tolle Sache, spannende Themen und lustige Abende, wenn wir da schon gut verbringen. Also, dann sehen wir uns als allernächstes aus Düsseldorf. Wenn euch das Video gefallen hat, ich freue mich über ein Like sowie natürlich über ein Abo von euch. Ganz, ganz toll. Und wenn ihr ganz verrückt seid, einfach auf die Glocke drücken, dann vermisst ihr oder verpasst ihr gar nichts mehr, was ich so von mir gebe. Also, dann bedanke ich mich und wir sehen uns im nächsten Video aus Düsseldorf. Euer Micha. Bis dann. Ciao, ciao.